Gut, dann müssen wir sein Arbeitszimmer durchsuchen. Hallo, Kind. Nichts ist unmöglich. Du hast eine geheimnisvolle leere Kiste entdeckt, in der sich noch Spuren vom Runenkristallstaub befinden. Mehr ist von dem, was sich einst in der Kiste befand, nicht geblieben. Auf ihrer Vorderseite befindet sich ein Schild mit folgender Aufschrift: Kristalle von der Ausgrabung des Brunnens. Okay. Dann müssen wir mal im Brunnen hinabsteigen. Verschwundene Kristalle finden. Yay. Eigentlich müsste ich aufpassen. Waffen. Hand noch 8,44. Versuche ich mal damit klarzukommen. Bis ich das Flammenschwert. Upsala. Zum Glück bin ich nicht weitergelaufen. Ach Gott. Doch einigermaßen mit dem Schwert. Man braucht zwar ein bisschen Eingewöhnung, aber es geht. So, auf Fallen achten. Gut. Also das ist doch leicht zu öffnen. Und jetzt aber. Gut, 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 gut. So, da haben wir eine von den Kristallen. Und da gibt es noch drei weitere. Gleich in der Höhle. Es kann ja wirklich heiter werden. Das war fies, die Falle. Verstehen wir uns hoffentlich, ihr Kobolde. Okay, da war es doch die andere Richtung, wo ich machen musste. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Okay, hat noch irgendjemand von euch noch was gehabt? Nein.
Dann muss ich hier schwimmen. Das ist mir fast schon ungewöhnlich für ein Dungeon in diesem Spiel, dass man schwimmen muss. Ein Buster-Faustschild. So. Ah, da kann ich noch da was aufsammeln. Ah, nee. Das nehme ich dann mal lieber nicht. So. Na, da habe ich natürlich noch die anderen angelockt. Also die Sprungattacke finde ich hier voll cool. So. Klappt. Ah, den Destel kann ich auch nehmen. Ja. Da haben wir jetzt 2 von 4. 2 von 4. Hoffentlich klappt er auch so gut. Nein, da war es die andere Richtung. Okay. Nee. Ich will meinen letzten Platz nicht. Noch nicht aufgeben. Au. Dann ist er down. So. So, Jodala. Nächsten paar wieder down und ich habe den nächsten Kristall. So, Jodala. Ganz gut. Kavaliersmedaillon. Muss ich mal schauen, ob es irgendwie da haben wir auf jeden Fall was, wo ich wegschmeißen kann. Der gefällt mir dann jetzt wirklich besser. Den kann ich auch wegschmeißen. Jo. Ach, Raffinesse fehlt mir. Aber immerhin, ich habe jetzt wieder was frei. Das ist cool. Gut, dann schwimme ich mal weiter. Auf dass ich das die letzten hier noch erwische. Kappen der Limo. Das sind eh so ein Zutat, die wird mir auf dem ganzen Let's Play. Wer bist du? Begleiten. Ja, du bist doch sei. Zurück! Ich weiß nicht, wer ihr seid oder wie ihr mich gefunden habt. Aber ihr werdet die Kristalle nicht bekommen. Sie gehören mir. Zwingt mich nicht, einen weiteren Mord zu begehen. Er gibt es zu. Ihr habt Vater Ether getötet. Ich hatte keine andere Wahl. Er versuchte, die Kristalle zu zerstören. Er verstand nicht, dass wir auserwählt waren, dass die Kristalle wollten, dass wir sie besitzen. Die seltsame Frau hatte recht. Sie wusste um die Macht der Kristalle. Deshalb wollte sie sie auch.
Aber wir haben ihr nichts erzählt. Als sie fort war, warf der Vater die Kristalle wieder in den Brunnen. Aber sie sangen zu mir, sagten mir, ich solle ihn töten und sie retten. Ihre Stimme, sie waren so wunderschön. Welche seltsame Frau. Sie war eine Feier von außergewöhnlicher Schönheit, die sich selbst die Maid von Windermere nannte. Vater Ether kam ihre Freundlichkeit verdächtig vor und so warf er die Kristalle in den Brunnen. Er hatte sich vorgenommen zu lügen, wenn die Maid nach den Fähigkeiten und Kräften der Kristalle fragen würde. Ihre Fragen nahmen kein Ende, doch er hat ihr nichts erzählt. Wie haben sie zu euch gesungen? Die Kristalle geben eine wundervolle Musik an. Könnt ihr sie denn nicht hören? Sie spricht zu mir. Ich habe Stunden damit zugebracht, auf meiner Flöte zu spielen und mir anzusehen, wie die Kristalle vor Freude schimmern. Vater Ether war der Meinung, die Magie in den Kristallen reagiere auf die Töne und Rhythmen der Lieder. Beinahe so, als wären sie lebendige Wesen. Wo ist der letzte Kristall? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Ich war gerade dabei, die Tunnel unter dem Brunnen zu untersuchen, als ich von Kobolden angegriffen wurde. Scheußliche Dinger. Vater Ether hat irgendwas mit diesem Kristall gemacht. Ihn auf magische Weise verborgen. Ein Priester, der Magie einsetzt. Das ist unverzeihlich. Warum sollte ich das tun wollen? Das Lied des Kristalls ist die einzige Wahrheit, die ihr Versprechen von Macht jemals gehalten hat. Mitaru? Niemals. Vater Ether? Nein. Die Maid hatte recht. Der Kristall verleiht die Macht, dem Leiden ein Ende zu machen. Er wollte es so. So, Flöte benutzen. So, Inventargegenstände. Ich glaube, dann haben wir es ja schon. Es wird da vorne irgendwo sein. Zepter. Na dann. Ach Mann. Gegenstände. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Dann müssen wir zu Halam, dem Weißen. Lokaran. Wo ist, wo immer das auch ist. Oh. Warte mal, was ist da hier? Gegenstände stehlen. Na, das wollte ich doch nicht machen. Na, mal schauen, was Alam dazu sagt. Dem Weißen und seinem Schoßtier meine Pläne aufzudecken. Ihr werdet es bereuen, euch dem Haus der Balladen je angeschlossen zu haben. Wo ist der König? Er ist bei mir und wird es auch bleiben, bis ich entscheide, dass es Zeit ist, ihn zurückzugeben. Wenn das Haus der Balladen seinen König zurückhaben möchte, muss es seinen größten Krieger schicken. Und da ich sie alle in meiner Gewalt habe, bleibt nur noch ihr. Nun, dann kommt. Ich freue mich, euch meiner Sammlung hinzuzufügen. Ich warte auf euch.
Es geht jetzt nicht mehr nur um den Hof. Ihr habt das Interesse der Maid geweckt. Und es ist offensichtlich, dass sie euch ihrer Sammlung hinzufügen will. Wir müssen tun, was sie verlangt. Aber wir werden dabei umsichtig vorgehen. Diese Ballade, der Champion, muss mit äußerster Vorsicht vonstatten gehen. Nun, Sagrill, seid ihr bereit, eure Vorbereitungen zu treffen und aufzubrechen? Der Zeitpunkt ist gekommen. Was ist die Champions? Es ist die tragische Ballade eines Ritters, der das Königreich der Maid betrat, nur um ihren Zaubern zum Opfer zu fallen. Sein Name war Sir Elswin und er hatte nur die besten Absichten. Ruhmreich überwand Elswin die Verteidigungsanlagen von Windermere, doch am Rande der Trauerschlucht kam die Maid zu ihm und verdunkelte seine Gedanken. Jetzt steht er für alle Zeiten als einsamer Champion der Maid an den Toren des Königreiches, um es zu verteidigen. Wer auch immer das Königreich von Windermere betreten will, muss an ihm vorbei. Okay. Ich werde euch vertrauen. Denkt nicht zu lange nach. Ja. Ich muss mal da schauen, gerade. Andere Ansicht. Schicksal, Labortisch, Überzeugungsausbilder. Heilerin. Kann er mir was beibringen? Wir vom Haus der Balladen müssen im Angesicht dieser Katastrophe entschlossen. Willkommen, Altersloser. Ich bis wir uns erneut begegnen. Nee, das war Schicksal. Lasst mich euch an. Ich bin Elova, Lehrerin in den Künsten der Persuasion. Und dazu gehört, okay. Er kehrt bald wieder zurück. Okay, ich muss jetzt unbedingt nämlich mal erstmal mein Schwert reparieren. Schmiedekunst? Ich brauche an sich hier nur eine Schmiede. Ha! Da seid ihr ja. Ja, da kann ich, glaube ich, da drin reparieren lassen, ja. Hallo? Such dir. Gut. Ja, die Flammenklinge. Verdammt, da habe ich wen zu viel. Ein Schmied? Ist das alles? So, gut. Inventar, Waffenprimäre, da kann ich wieder auf die Flammenklinge. So, kann ich auch mal wieder verkaufen, wenn ich eh schon da bin. So. Hier am Platze. Bis da. So, schaue ich noch kurz mal hier nach Rüstung. Aber da war ja eigentlich nix. Block Volltrefferchance im Nahkampfwaffen. Nee, es war auch nix. Nee, stimmt, das war Raffinesse, was ich gebraucht habe. Gut, dann. Inga weiß nicht. Sag. Kann ich verkaufen. Da will ich zumindest das hier. So. Dir einfach, ja. Was sie reparieren soll. Bis dann. Gut, das war's dann, was ich wollte. So, ja. Gehen wir mal zurück und speichern kurz ab und machen dann die wahrscheinlich letzte Mission im Haus der Balladen. Ist es. So. Ah,
Schon der 26.12. Wie die Zeit vergeht. So, Effekte. Mitaros Segen. Habe ich einen Positiv-Effekt? So, Quests. Die Champions. Okay. Es geht jetzt. Wir müssen nun, Sagrell, seid dann, ich bin bereit. Ihr könnt nur wenig tun, um euch auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Doch nehmt einen weiteren Wiederbelebungstrank wie jenen, mit dem ihr Ferrara gerettet habt. Ihr könntet ihn vielleicht brauchen. Mehr kann ich euch nicht anbieten. Den Rest der Geschichte müsst ihr allein erzählen. Ihr ist so. Erwecke andere Windsteine. Seit unserer letzten So, Quests. Gut. Wie kann ich dem Hof dienen? Na, hoffe ich mal, dass ich das hier gut überstehen werde. Habe ich schon mal einen guten Teil im Spiel ja geschafft dann. So. Na, heißt denn hier eigentlich nur einen Weg hier entlang laufen und dann irgendwann bei nächster Gelegenheit links abbiegen? Ach wie, Wisp aufs Maul. Damit kann ich gern dienen. So. Ach euch, ihr kleinen Bockers. So. Haben wir das auch mal geklärt? Kommen wir eigentlich relativ fix rein. Hm, yep.